Das ist Heinz, mein Onkel. Er ist am 25. September 2016 verstorben an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Eigentlich wollte er seine Organe spenden, was durch den Krebs nicht mehr möglich war. Daher hat er sich dann zu der Körperspende entschieden. Natürlich fehlt mein Onkel mir sehr, aber ich bin auch stolz darauf, dass er sich entschieden hat, den jungen Leuten die Chance gibt, ganz, ganz viel für ihren weiteren Berufsweg mitzunehmen. Also ich arbeite zum ersten Mal an der Leiche. Der erste Moment war für mich schon ein Schockmoment so. Ich habe vorher noch nie eine Leiche gesehen. Tatsächlich ein Modell zu sehen, das ist schon sehr faszinierend. Die Bestattung meines Onkels fand knapp 2 Jahre, nachdem er verstorben war, statt. Es war sehr würdevoll. Die Dankbarkeit kam sehr gut rüber.